lade Sie ganz herzlich in den Pausen sowie nach dem Konzert zu einer Tasse Punsch oder Glühwein ein.
wieder zu einem kleinen Solo bereit machen. Denn mit dem Stück Mousepiece Mania präsentieren wir Ihnen drei klassische Themen auf humoristische Weise. Maus heißt auf Deutsch der Mund, also es hat nichts mit dem kleinen grauen Tier zu tun. Piece heißt Stück, das heißt Mousepiece ist einfach ein Mundstück von uns Blasmusikern. Jetzt kommt es ja selbst in guten Kreisen vor, dass man zu einer Generalprobe fährt oder zu einem Konzert fährt und sein Instrument vergisst. Julian? Johann? Komm schon. Die zwei waren selbst. Bei den Trompetern oder bei Solisten ist es so üblich, dass die ihr Mundstück oft in die Hosentasche stecken. Dann wird es schon schön warm. Das erspart dann das mühsame Einspielen, dann kann man noch ein bisschen knapp kommen zu so einem Konzert oder einer Probe. Jedenfalls würde es dann diesen Blechbläsern genügen, sie hätten ihr Mundstück dabei und sie könnten trotzdem das nächste Stück mitspielen. Denn unsere Trompeter brauchen keine Trompete, sondern nur dieses Mundstück. An den Trompeten der Moritz, der Lukas, die Lena Michelle, der Oliver, der Daniel, die Eva, Peter, Nico, wir sitzen in einer anderen Reihenfolge, als es gewohnt wird, und der Peter Maximilian. Viel Vergnügen mit Mousepiece Mania.
Ich darf Sie hier als Pfarrer der Innenstadtgemeinde herzlich alle begrüßen. Das heißt, Sie haben eigentlich uns begrüßt, denn der Schalter des Orchesters erfüllt ja auf Anhieb mit dem ersten Ton die ganze Kirche. Als Vorsitzende des Presbyteriums darf ich euch und Sie herzlich begrüßen für den heutigen Nachmittag und danken im Namen unserer Kirchengemeinde, dass Sie uns mit diesem Konzert wieder eine Freude machen, hier heute Nachmittag. Und ich darf uns allen, die hier versammelt sind, etwas wünschen. Nämlich, dass die Freude an dieser Musik uns verbindet. Euch, die ihr mich persönlich und viele, die hier sitzen, schon so oft mit eurer Begeisterung für die Musik, die ihr mal angesteckt habt, und uns, die wir hören und auftanken dürfen an den Facetten dieser Musik, die diese Kirche so wunderbar führen. Ja, uns alle möge die Freude der Musik erreichen, Freude der Musizierenden anstecken. Und dann mögen wir das Licht dieser Musik in den November tragen, der ja doch, auch wenn das Herbstlicht uns noch viel Freude gemacht hat, doch noch mal dunkler wird. Und wer dann weitergehen mag mit der Musik durch die dunkleren Tage des November, der darf gerne auch am nächsten Sonntag hier wieder in der Kirche sich einfinden, wenn Chormusik diese Kirche erfüllen würde. Vielen Dank euch. Was uns auch immer einfällt.
Wie können Sie uns jetzt dabei helfen? Zum einen kommen Sie einfach im Mai oder Juni in unser Konzert und am besten bringt jeder von Ihnen noch jemanden mit, wie das in Saarland so ist. Man kennt ja jemanden, der jemanden kennt, der vielleicht ganz viel Gefallen an der symphonischen Blasmusik findet. Denn Sie sind unser begeisterungsfähiges Publikum, das wir brauchen, um solche Konzerte mit der nötigen Motivation und Begeisterung spielen zu können. Die Eltern unter Ihnen, unterstützen Sie Ihre Kinder, denn jedes Orchestermitglied, so steht es in der Ausschreibung, wird sich einer Darbietung, einer Idee eines Stückes besonders annehmen und in kleiner Gruppe eine entsprechende Dramaturgie oder eine Idee dafür entwickeln. Haben Sie selbst besondere Ideen oder Talente oder Fähigkeiten, handwerklich, künstlerisch, sprechen Sie uns gerne an. Unsere Orchestermanagerin Julia nimmt bestimmt alle Ideen gerne entgegen und mit ihrer Hilfe können wir dann dieses Projekt vielleicht stemmen. Das hat also gar nichts mit finanzieller Hilfe zu tun, sondern einfach nur mit Kreativität. Bezüglich der finanziellen Hilfe gehe ich dann vielleicht einfach nachher mal mit dem Herrn Welter von der Sparkasse einen Glühwein trinken zum Start unseres Projekts. Der Lukas Klemmer hat sich schon bereit gemacht, unser zweiter Mann, der den Flügel perfekt beherrscht. Lassen Sie sich in eine traumhafte Welt führen mit River Flows in You am Flügel unser Lukas. Thank you.
Jetzt muss ich die Zeit kurz überbrücken, bis der Lukas wieder an seiner gewohnten Position ist. Die zwei Solisten des nächsten Konzertbeitrages haben nämlich in Köln jetzt schon beide am Flügel bewiesen. Sie sind bei uns eigentlich für die Ballettinstrumente zuständig. Das sind alle Schlagwerkinstrumente, die hier hinten melodisch gespielt sind, von Vibraphon bis Glockenspiel. Belegen Sie das hervorragend, beides ausgebildete Pianisten und nun bei uns im Blasorchester tätig. Ja, das nächste Stück ist eigentlich ein dreisätziges Werk mit dem Titel Life in the Capital City. Und zwar, Capital City heißt Hauptstadt und es geht um die Stadt Helsinki. Wir spielen Ihnen heute den zweiten Satz daraus. Den ersten müssen Sie schon bei einem unserer vergangenen Konzerte gehört haben. Der zweite Satz zeigt nur nochmal eine ganz andere Facette eines Blasorchesters. Er trägt den Titel Silent Park, also der ruhige, stille Park, und beschreibt musikalisch die Tötung eines kleinen Mädchens im Jahr 2011, das in diesem Park in Helsinki ermordet wurde. Am Tag danach war der Park voll mit Kerzen und Blumen und natürlich auch voller Menschen. Und trotz dieser Menschenmasse war es in diesem Park ganz still. Mit Lukas und Florian und den Stabspielen und dem Kreisjugendorchester seinen Park von dem Kalt oben bei Kirchen. Thank you.
Nach diesem Stück mit höchster Disziplin für meine Musiker müssen Sie mir jetzt erlauben, Ihnen einmal freien Lauf zu lassen. Und zwar so, dass Sie sich vor der Pause, die gleich folgt von etwa 20 Minuten, in der Sie der Förderverein zu Glühwein und Brezeln, die in der heimischen Bäckerei der Familie Süße heute Morgen in mühevoller Kleinarbeit gefertigt wurden, einlädt, werden wir noch mal ein wenig moderner. Die Finnen haben mit dem Titel Hard Rock Hallelujah im Jahr 2006 den Eurovision Song Contest gewonnen. Gestern in meinem Alter und älter ist der Song Contest besser bekannt unter dem klangvollen Namen Grand Prix de la Chanson de la Chanson. Dort war der Frontsänger Lordi der Star. Bei uns sind das an der E-Gitarre der Lars und am E-Bass der Seon. Also verzeihen Sie uns jetzt schon die etwas gehobene Lautstärke, aber Sie können sich ja dann innerhalb der 20 Minuten draußen erholen. Thank you.
Ich hoffe, Ihnen hat der Glühwein von unserem Förderverein gut geschmeckt oder der Kinderputsch für diejenigen, die ihn noch auffangen müssen. Ich sehe, die Kirche ist immer noch sehr gut gefüllt. Es scheint Ihnen also zu gefallen, es ist noch keiner weggelaufen. Gestatten Sie mir an dieser Stelle die Bemerkung, dass es eigentlich an ein wahres Wunder grenzt, dass hier heute überhaupt Leute sind, hat es doch keiner der saarländischen Zeitschriften und Zeitungen geschafft, die mühevoll vorbereiteten Presseartikel und Konzertankündigungen abzudrucken. Das heißt, aus der Zeitung hat dieses Konzert keiner erfahren. Was eigentlich schon ein bisschen dreist ist, oder? Wenn man bedenkt, was man hier für ein Orchester im Landkreis hat. Aber das wird sich alles ändern, denn unser Berliner Schmidt, der Flöte oder der Piccolo, hat sich am Freitag spontan bereit erklärt, die Pressearbeit für unseren Kreis zu übernehmen, wie mit dieser. Ich hoffe, du bist immer noch da. Ich bin dieser Kenner, der die dort so lange anrufen, bis der Artikel erschienen ist. Wenn übrigens hier jemand im Raum ist, der noch Zeit hat und den Posten eines Kreisschriftführers übernehmen möchte, dieser kann bestimmt Unterstützung gebrauchen. Das ist kein Scherz. Ja, wir haben eröffnet mit dem aus Film und Fernsehen bekannten Stück Palladio von Carl Jenkins. Und nun erzählen wir Ihnen die Geschichte von Claudius. Claudius ist ein Wolkenmann. Und der fährt immer auf seinem Himmelsschiff hin und her und schaut sich mal so um, wo was für ein Wetter ist. Da kommt er in windige Regionen, da wird es plötzlich stürmisch, es fängt an zu regnen und am Ende tanzen die Schneeflocken in der Sonne. Viel Vergnügen mit Claudius von Timo Kraas. Thank you.
CD ist es eigentlich immer so, dass das dritte Stück so etwas, ja, ein bisschen den Titel der CD irgendwie anspielt. Und so ist es bei unserem Konzert heute auch. Das dritte Stück heute, was nun folgt, Mosaikkoralette von Timo Gras, ist der Namensgeber geworden für unser Konzert heute. Das Stück basiert auf einem Choral aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Was mein Gott will, das geschieht allzeit. Und dieses Choralthema greift der Komponist auf und variiert es. Mal ludwig, mal harmonisch, mal melodisch, manchmal derart raffiniert und kunstvoll, dass man es eigentlich nur noch erahnen kann. Das Werk ist eines der Pflichtstücke bei den Mehrtagsspielen der Saison 2018-2019 unseres Verbandes, dem Bund Sammeltischer Musikverein. Anwesende Vereinsvertreter haben jetzt die Möglichkeit, sich die Lust zu holen, sich vielleicht noch für die Mehrtagsspiele im Frühjahr 2019 anzumelden. Thank you.
Ja, mit diesen nachdenklichen Klängen, in denen man eigentlich kaum zu atmen wagt oder kaum die Partitur wagt umzublättern, kommen wir jetzt wieder zu einer etwas heiteren Musik. Cirque du Soleil begann als eine Gruppe von Straßenkünstlern und entwickelte sich zu einem globalen, in Quebec ansässigen Unternehmen, das artistische Unterhaltung auf höchstem Niveau produziert. Cirque du Soleil beschäftigt nahezu 4000 Mitarbeiter mittlerweile, darunter 1300 Künstler und Artisten aus mehr als 50 verschiedenen Ländern. Und bisher haben 160 Millionen Zuschauer in rund 400 Städten in über 60 Ländern die Produktion aus Artistik, Tanztheater und Animation des Cirque du Soleil gesehen. Seit Herbst tourt das Ensemble auch durch Deutschland, vielleicht haben Sie es gelesen. In nächster Zeit soll sogar ein Musical rauskommen. Wir haben die Musik heute für Sie hier in die Kulturmetropole Neunkirchen mitgebracht. Und wenn wir uns gut schlagen, werden wir vielleicht für die nächste Tournee eingeladen. Thank you.
Wort fließen oder strömen kennen Sie. Das ist ein Anglizismus, den wir benutzen, wenn etwas so richtig gut läuft gerade, wie bei uns im KJO heißt es. Das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, Sie mit den Breaking News des Saarlandes zu versorgen. Sie kennen vielleicht die Vereinigung, den Verband Jeunesse Musicale. Dieser Verband schreibt alle 2 Jahre einen Wettbewerb aus, bei dem es um den Deutschen Jugendorchesterpreis geht. In dieser Phase befindet sich Jeunesse Musicale gerade, und zwar geht der Wettbewerb 2018-2019. Es können sich zwischen 10 und 15 Orchester bewerben, also eigentlich können sich 100 bewerben, aber nur so viele werden genommen. Der Wettbewerb sieht so aus, dass eine Jury in ein Konzert dieses Orchesters kommt, das nominiert ist, und am Ende gibt es natürlich einen Gewinner, der sich dann mit dem Deutschen Jugendorchesterpreis auszeichnen darf. Dreimal dürfen Sie raten, wer sich unter den 13 Orchestern befindet, die in diesem Jahr von der Jury ausgewählt wurden. Thank you.
dass das Ensemble von Cirque du Soleil bei uns anfragt, ob sie mit uns spielen dürfen. Die nun folgte Originalkomposition für symphonisches Blasorchester in Kretzmar und Karneval stammt aus der Feder eines der besten Komponisten für symphonisches Blasorchester unserer Zeit, namens Philipp Sobak. Mit schwungvollen Klängen jiddischer Musik verabschiedet sich das Kreisjugendorchester heute von Ihnen. Im Sinne unseres äußerst engagierten und vorbildlich geführten und aufgestellten Fördervereins, die dieses Konzert heute organisiert haben, weise ich Sie natürlich gerne darauf hin, dass wir neue Mitglieder sehr gerne in unseren Reihen sehen. Treten Sie dem Förderverein bei. Ich denke, es gibt ja irgendwo neben dem Glühwein und den Brezeln bestimmt noch Anmeldeformulare. Natürlich dürfen Sie auch die Spendenbox weiter füllen. Je geräuschloser, desto schöner für uns. Und vielleicht kann die Lena, unsere Vorsitzende, dann am Ende des Abends die Auftragskommission